Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 29. November 2018. Bevor ich starte, möchte ich nochmal die Neuigkeiten verkünden. Ab sofort biete ich WhatsApp-Beratungen an für 10 Euro. Unten in Infobox befindet sich meine Nummer. Ich biete auch Handlesen an. Dazu benötige ich zwei Bilder. Einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand. Und bitte dazu schreiben die Geburtsdatum. Falls ihr Linkshändler seid, teilt ihr das bitte auch mit, weil dann muss ich das anderes betrachten. Mein zweites tolles Angebot gilt bis 31. Dezember 2018, eine Videoberatung, selbstverständlich anonym. Und das beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und ein Jahreshoroskop für 2019 für 25 Euro. Ihr dürft auch wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder lieber nach indischen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie. Ihr könnt diese Video ab sofort buchen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und zum heutigen Tageshoroskop nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unser Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr, was etwa 26.000 Jahre dauert. Ein platonischer Monat dauert etwa 2000 Jahre und wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. Dann folgt etwa Jahr 4000 die Steinbock-Zeitalter. Und diese Bewegung berücksichtigt die indische Astrologie, also nicht wundern, wenn ich erzähle, nach diesen Berechnungen, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass das anderes ist als im westlichen Horoskop. Und jetzt schauen wir die Elemente an. Wir haben vier Grundelemente, Feuerelement, das ist die Begeisterung, die Aktivität, Feuer und Flamme zu sein von etwas, aber Mut und Kraft zeigen, etwas in Bewegung setzen. Dann haben wir die Erde-Element, das ist die Realität, die Bodenständigkeit, die Sicherheit, Stabilität, die Materie, die Finanzen auch und dieses Gefühl zum Haben, wir bewegen uns auf einen festen Boden unter unseren Füßen. Das gibt uns Halt und Stabilität. Dann haben wir die Luftelement und das bedeutet die Leichtigkeit, dass wir Entscheidungen treffen, vieles loslassen in unserem Leben, auch Angst loslassen, von diesen Gefühlen mal befreien, endlich aufatmen, weil das schenkt uns Leichtigkeit. Wasserelement herrscht über das Unbewusste, auch unseren Träumen, aber beeinflusst auch unseren Gefühlen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Sonne hier zum Wasserelement. Mond befindet sich in den Tierkreiszeichen Löwe und die Tierkreiszeichen Löwe gehört zum Feuerelement. Ich setze Mond zum Feuerelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Ich setze Mars zum Luftelement. Die Tierkreiszeichen
Wassermann gehört zum Luftelement. Merkur ist rückläufig und diese Rückläufigkeit bedeutet, etwas wird gebremst. Oder wir trauen nicht das sagen, was wir sagen wollen. Oder wir dürfen nicht sagen, was wir sagen wollen. Bedeutet aber auch bei Terminen, bei Verhandlungen Verzögerungen. Aber bedeutet diese Rückläufigkeit karmischen Themen und altes Wissen bei Merkur. Bedeutet auch Kontakte von Vergangenheit oder Themen ansprechen von Vergangenheit. Merkur befindet sich auch im Skorpion, gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion, setze ich zum Wasserelement. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Und Venus fühlt sich pudelwohl im Waage, weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage. Das heißt, Venus befindet sich in ihrem eigenen Königreich. Venus ist im Luftelement, die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Damit bzw. mit Saturn ändert sich die persönlichen Planeten. Saturn grenzt das ab und Saturn erdet. Ich setze Saturn in die Mitte. Wenn wir dieses Bild betrachten, dann erkennen wir, dass die Wasserelement betont ist. Das heißt, wir nehmen unseren Gefühlen intensiver wahr, haben auch das Bedürfnis, über Gefühle zu sprechen oder die ganze Kommunikation, Handlungen basiert aus den tiefen Inneren, weil wir bekommen diesen Impuls. Mars, Venus, die beiden Liebesplaneten, befinden sich im Luftelement. Das heißt, in die Liebepartnerschaft brauchen wir die Leichtigkeit, auch einen gewissen Freiraum. Unserem Alltag beeinflusst sehr stark die Mondenergie. Sonne und Mond nähern sich zu einem Halbmond und es ist immer Spannung. Das wird morgen sein, aber diese Spannung ist jetzt schon spürbar. Die Elemente vertragen sie sich nicht. Die Skorpion und Löwe vertragen sie sich nicht. Und das aus den Elementen heraus. Für diese Feuer ist es zu viel Wasser. Wie im Natur auch, mit Wasser können wir die Feuer löschen. Und für unsere Emotionen bedeutet, wir fühlen dann wie ausgebrannt. Umgekehrt ist es auch, zu viel Feuer sorgt dafür, dass die Wasser kocht. Es kocht alles hoch und das dämpft. Und diese Elemente, gerade von dieser Entfernung, Löwe und Skorpion, lösen diese Spannung aus. Also wir sollen darauf achten, nicht zu emotional sein oder reagieren. Das kann auch zum Beispiel Wut sein. Oder Aggression, also unseren Gefühlen in Zaun halten. Das kann natürlich auch die Liebe sein. Wenn das zu viel ist, dann ist es auch zu viel. Die andere kocht dann, weil möchte nicht zu viel über die Gefühle sprechen. Besonders jetzt, wo Mars und Venus Luft braucht, Freiraum braucht. Das kann natürlich auch auslösen, dass die Schuss geht nach hinten. Also die Gefühle in Zaun halten, im inneren Gleichgewicht bleiben, in die Liebepartnerschaft dafür sorgen, dass Leichtigkeit kommt, etwas betrachten mit spielerischer Art und Weise und akzeptieren, dass der andere gerade Luft braucht, das heißt Freiraum braucht.
Dann sehen wir auch, dass die Erdelement hier leer ist. Und wir brauchen aber als Ausgleich die Erde. Und damit wir hier im Ausgleich kommen und diese kosmische Energie ausgleichen können, wir sollen uns auf die Erde-Element konzentrieren als Ausgleich. Und das bedeutet, um die Finanzen kümmern, um unsere beruflichen Situation kümmern oder etwas investieren, etwas in Sicherheit bringen oder dieses Gefühl zu bekommen, es ist alles stabil, aufhören zum Zweifeln, aufhören Ängste zu haben und so haben wir die Gefühle besser im Griff. Oder einfach raus in Natur und das schenkt uns aus dieser Ausgewogenheit. Dann kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist auch rückläufig. Uranus-Themen sind Veränderungen und Umbrüche. Und diese Veränderungen wird gebremst gerade mit dieser Rückläufigkeit, kann aber auch bedeuten, dass von Vergangenheit kehrt etwas zurück. Das kann auch karmische Themen bedeuten und das sorgt für Veränderungen und Umbrüche. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder und Widder symbolisiert auch Neuanfang. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Das sind unsere Träume, Visionen, die künstlerische Begabung, weil hier liegt die Inspiration und das gehört zum Luftelement. Pluto gibt uns die innere Kraft, die Kraft auch etwas zu verändern, verbessern unserem Leben. Und Pluto befindet sich im Schütze, ist auch Feuerelement. Mond bewegt sich in den Tierkreiszeichen Löwe. Und dieses Mondhaus, wo gerade die Mond heute sich bewegt, was nichts anderes ist, ein Mondhaus als die Tagesbewegung des Mondes. Dieses Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Also Regulus beeinflusst den heutigen Tag. Regulus ist eine von den königlichen Sternen. Wir haben 4 königlichen Sternen, Aldebaran, Fomalhaut, Regulus und Antares, genau. Diese 4 königlichen Sterne haben wir, Regulus ist eine davon. Und Regulus ist bekannt seit Jahrhunderten, ich könnte sogar sagen Jahrtausenden, ist dafür bekannt, dass Regulus vertritt die Könige und Herrscher. Immer. Auch die Macht. Auf unserem Alltag, auf unserem Leben können wir das auch einfließen lassen, gerade jetzt, wenn die Mond vermittelt uns diese Energie, unserem eigenen Leben beherrschen, unseren Gefühlen beherrschen. Und das gibt natürlich eine starke Selbstbewusstsein. Regulus befindet sich in den Tierkreiszeichen Löwe und Regulus ist die Herz der Löwen. Heute ist wichtig, auf unserem Herz hören. Und da sind die Herzensangelegenheiten. Alles, was wir lieben, ist in unserem Herzen geschrieben. Ob das jetzt ein Hobby ist oder Berufung, oder Freundschaften, oder die Natur, oder Kunst, Kreativität, oder Sport, Bewegung, Musik, Tanz und auch die Liebe, das sollen wir folgen. Aber was die Gefühle betrifft, ja nichts übertreiben, sonst entsteht Spannung, sondern mehr in die Leichtigkeit bleiben, das hilft besonders in die Liebe, Partnerschaft, und selbstsicher sein.
das Verinnerlichen, wir bewegen uns auf einen sicheren Boden. Und das gibt die Ausgleich. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und dieses Mondhaus, wo Mars gerade befindet, heißt Shatabisha und bedeutet übersetzt 100 Ängste und 100 Glück. Und diese 100 Ängste, 100 Glück wirkt auf die Männer. Und das bedeutet, wenn man die Angst verspürt, dann entsteht ein Hindernis und kann das Glück nicht eintreffen. Und diese Energie trifft gerade die männlichen Personen, weil das wirkt auf die Mars-Energie. Die Männer haben gerade Angst. Die Aufgabe ist, diese Ängste überwinden und im Moment kommt das hundertfache Glück. So hängt es zusammen. Hundertfache Angst, hundertfache Glück, aber das Glück kommt erst dann, wenn man die Angst überwindet. Dieser rückläufige Merkur kann auch etwas bewirken, dass hier karmische alte Erinnerungen kommen. Bei Merkur-Energie ist das altes Wissen und das passt genau zu dem Mondhaus, wo sich Merkur befindet. Merkur befindet im Skorpion und dieses Mondhaus, wo gerade diese rückläufige Merkurbewegung ist, heißt Anuradha und wird von Akrab bestrahlt. Dieser Stern Akrab ist die Stirn des Skorpion und es wird in indischer Astrologie als dritte Auge bezeichnet. Und die dritte Auge natürlich ist die Spiritualität und bei dieser Rückläufigkeit öffnet sich hier die Energiefeld, kommen alte karmischen Erinnerungen, Erfahrungen und alte Weisheit und das können wir mit Merkur-Energie umsetzen im Tat und das passt genau zu heutigen Engel. Ich habe noch nie über Engel gesprochen hier in diesem Kanal, aber ich habe auch anderen Kanäle, auch Engel-Liebesorakel, wo ich täglich zeige die Engel nach Kabbalah. Kabbalah ist ein System und ordnet die Engel, ordnet nach Zahlen, ordnet auch nach Namen, beschreibt auch die Erzengel. Und jeden Tag herrscht ein anderen Engel. Und das ist in diesem System geschrieben. Und die heutige Engel ist nach diesem System, nach diesem Kabbalah, ist Engel Lekabel. Ich setze das mal hier oben. Engel Lekabel und hat die Zahl 31. Das sind meine eigenen Engelkarten. Aus dem Grund zeige ich das, weil das passt genau zu Spiritualität und Hellsichtigkeit, was die Merkur-Energie jetzt durch dieses dritte Auge, diese Energie uns öffnet, diese feinstoffliche Energie. Engel, Lekabel, ist Engel, die Eingebungen, fördert die Hellsichtigkeit, schützt uns von Einbrechen, hilft unseren Ideen umsetzen, hilft schwierigen Problemen lösen und hilft uns dabei, klar denken und klare Entscheidungen zu treffen. So kann ich diese Engel-Lekabel beschreiben und das passt ganz gut zu dem heutigen Merkur-Energie. Welche Verbindungen haben wir heute? Sonne steht zu einer Spannung zum Mars. Sonne und Mars steht in einer Verbindung. Das ist wie ein Netzwerk zwischen den Verbindungen, zwischen den Planeten. Das heißt, Sonne und Mars steht in einer Verbindung und das ist eine gewisse Spannung. Das kann Vaterthemen sein,
bei Sonne kann auch Erfolg sein, dass die Männer sich erfolglos fühlen oder bekommen sie keine Bestätigung. Kann auch bedeuten, dass sie Vaterthemen haben. Kann auch bedeuten, dass die Männer würden gerne etwas verheimlichen und mit dieser Sonnenenergie kommt das ins Licht und dadurch entsteht die Spannung. Alles ist möglich. Sonne bedeutet auch Selbstbewusstsein und das fehlt gerade. Ich habe auch erzählt, dass Mars momentan in diesem Shatabisha Mondhaus befindet, wo die Angst spürbar ist. Dazu noch diese Spannung. Venus hat einen Einfluss auf beiden Mondknoten. Diese beiden Mondknoten zeigen karmische Themen. Einmal ist Ketu, die absteigende Mondknoten oder Drachenschwanz, befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Das sind alte karmische Themen und Erinnerungen. Venus bestrahlt diese Mondknoten, also das erlebt man jetzt in die Liebe, Partnerschaft, karmische Begegnungen, aber eine gewisse Herausforderung ist dabei. Und die aufsteigende Mondknoten oder Rahu in Tierkreiszeichen Krebs hat auch einen Einfluss von Venus. Und das ist auch eine gewisse Spannung, die Suche des Platzes des Lebens oder man möchte in eine feste Partnerschaft da beschützt zu werden, aber durch die Umstände ist das eine gewisse Herausforderung oder schlicht einfach hat man Angst, sich zu binden. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt
10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.